Bist du noch dran? Ja. Wir haben bei Manfred was gefunden, was sie jetzt mal untersuchen müssen, weil wenn das ganz, also auf jeden Fall ist er jetzt in der Klinik in St. Josef. Jetzt hat sich gerade alles verändert. Oh Mann, bist du ein Vollhaus? Denkst du dir einfach so ein Krankenhaus ab, oder was? Die Wörter und Gedanken in meinem Kopf, die wurden immer mehr, aber immer weniger davon kam am Ende als verständlicher Satz heraus. Ich hatte noch nie verstanden, was dieser Mist heißen sollte, dass einem immer erzählt wurde, dass ein Schmerz kleiner werden würde, wenn man ihn teilte. Wie sollte das denn bitte gehen, einen Schmerz zu teilen? Prost, Bogi. Blackbird singing in the dead of night. Jacqueline Schmiedebach ist auf dem Einstein. Liebe Jacqueline, wie geht's dir? Also das Schwierige an dem Brief hier ist ja, dass du weißt gar nicht, wer ich bin und wie ich heiße. Guten Morgen. Das ist Dänisch für Martin. Läuft gerade nicht so rund bei dir, oder? Du bist ein Spinner. Aber ich hab dich echt gern. You were only waiting for this moment to arrive.